Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Alpenmap hier auf dem oder im LS22 und wir sind wieder unterwegs in Neu-Mini-Brunn und wir sind unterwegs in einem neuen Valtra. So, hier dürft ihr mal schauen, ich habe nämlich mittlerweile ein bisschen was gekauft und diesen Valtra haben wir uns gegönnt, mit dem wir jetzt gerade das Grasfeld grubbern, denn hier möchte ich dann später Mais aussehen. Und der Kollege ist hier gut am Arbeiten und hat um die 260, 270 PS. Wir müssten gerade mal reinschauen. Ich bin jetzt etwas büschen. So, hier haben wir den Valtra. 265 PS, 50 km/h mit stufenloser Automatik. Und den haben wir uns neu gekauft. Für den Lambo haben wir, glaube ich, noch irgendwas so um die 35.000, 40.000 bekommen. Also wir mussten hier kräftig ins Invest. Und wir mussten noch etwas kaufen. Oder beziehungsweise ich habe noch etwas gekauft, denn da oben das Feld habe ich bereits angesät, auch mit einer neuen Sämaschine. Und was soll ich euch sagen? Also, der Zufall hat es so gewollt, dass... So, Augenblick, hier haben wir die neue Sämaschine. Die habe ich nämlich aus dem neuen Paket, aus dem neuen DLC mal gekauft. Die Falcon 6 Pro, habe ich mir gedacht, die könnten wir doch mal antesten mit 6 Metern. Und die hat eben auch einen neuen Schlepper gebraucht, war ich jedenfalls der Meinung. 220 PS, aber es ist eine Direktsaatmaschine, die eben auch düngt. Und insofern hervorragend geeignet für uns, um zügigst über die Felder zu kommen. Aber was soll ich sagen, das Maschinenschad hat richtig Geld gekostet und plötzlich ist es am nächsten Monat hier für 58% günstiger im Gebrauchtmaschinenverkauf. Naja, dumm gelaufen würde man sagen, ansonsten gibt es hier nichts Neues, aber... So, da müssen wir noch ein bisschen nachbessern. Aber in der Zwischenzeit gibt es... Ah, jetzt fährt er wieder da komplett rum. Ich glaube, da fahren wir gleich von Hand. In der Zwischenzeit gibt es weitere Felder zum Abernten. Also das hier haben wir komplett abgeerntet, abgegrast sozusagen. Und das Material ist alles jetzt im Fermentersilo. Und da machen wir schön Silage. So, stopp. Genau, genau, genau. Sudele. Na, fahren wir mal einfach hier ums Feld einmal rum und müssen wir noch mal ein bisschen nacharbeiten. Ja, da werden wir jede Menge Silage machen können auf Ende des Jahres. Aber was jetzt noch ansteht, ist die nächste Ernte mit Ackergras. Und ihr erinnert euch vielleicht, wir haben unseren Drescher ja den Deutz verkauft, weil ich ja gesagt habe, wir brauchen unbedingt was Stärkeres. Und das werden wir jetzt gleich hier beim Händler uns erwerben und anschließend loslegen mit der Ernte von Ackergras. Da haben wir nämlich das Feld auch direkt beim Händler. Also insofern schlagen wir wieder mal zwei Fliegen mit einer Klappe. So, jetzt machen wir aber erstmal hier fertig. Mit dem schönen, schönen neuen Valtra. Ich habe mir auch gedacht, wir machen hier mal eine schöne poppige Farbe. So Mint, oder? Ja. Gefällt mir gut. So richtig schöne, frühlingsfröhliche Farbe hier für diese Map. Die Alpenmap Neu-Mini-Brunn. So. Augenblick. Und jetzt schauen wir mal, ob der... Ich denke fast nicht, dass der das jetzt alleine fährt. Da wird der Helfer wieder ein bisschen blöd machen. Dann fahren wir das in der Zwischenzeit mal alleine fertig. So, ihr denkt bitte an meinen kleinen Aufruf, ob wir denn, wie wir denn mit unserer Forstwirtschaft weitermachen, ob wir die Bäume fällen und dann das Feld oben, beziehungsweise im Süden unten, wie man auch das immer sehen möchte, dann vielleicht eben hernehmen, um dort eine richtig schöne große Wiese am Hang zu produzieren. Beziehungsweise zu machen. Das heißt, da müssen wir auf jeden Fall dann ein Feld anlegen, pflügen und das volle Programm mit Kalken und Düngen. Und dann schauen wir mal, ob wir da eine Wiese machen. Vielleicht sogar auch ja, eine Weide, eine Kuhweide. Man müsste mal gucken. Oder eine Schafsweide. Ich bin da noch nicht ganz so sicher. Aber ich glaube, da gibt es eine schöne Mod, wo man dann eine schöne, 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 freie, offene Weide am Berg vielleicht machen könnte. Also, schreibt mir es doch in die Kommentare, wie ihr das findet, die Idee, oder ob wir eben mit der Forstwirtschaft weitermachen sollen. So, dann bringen wir den nochmal schnell zurück, denn den werden wir vermutlich auch gleich brauchen als Abfahrer. Ja, ich war ein bisschen hin und her gerissen, ob ein Klaas, ein Fendt oder der Valtra, aber der hat mir jetzt irgendwie gut gefallen.
Jo, auf dieser Map sind wir ein bisschen Waldraffin, so muss man es fast sagen. So, dann fahren wir mal hier am Hof vorbei. Neue Mini-Brunnen. Sehr schön, sehr schön. Da steht auch schon der Anhänger, den wir gleich brauchen werden. So, hier haben wir das Ding, das gute Stück abgelegt. Aber ich glaube, müssen wir es jetzt wieder aufklappen. Ich bin mir nicht sicher. Ah, es geht so. Okay, dann fahren wir noch ein kleines bisschen nach hinten. Ja, ich glaube, wenn man es ablässt, dann muss man es aufklappen. So, so rum. Gut, dann nehmen wir doch gleich hier den neuen Waldrahmen. Ja, da habe ich mir die Sämaschine gekauft und im nächsten Monat gibt es die zum halben Preis. Ja, manchmal ist das so. Da kommen wir rum, oder? Sehr schön, sehr schön. Dann gehen wir mal Ackergras ernten. Da haben wir zwei Felder. Und dann können wir da nämlich richtig loslegen. Ursprünglich war ja mal der Plan, auf dem einen Feld Kartoffeln auszusehen. Aber ich glaube, das ist hinfällig, denn wir haben genügend Zuckerrüben und Kartoffeln für unsere Schweinchen. Und deswegen, denke ich, machen wir zwei Felder Mais. Und zwar das große hier, da werden wir dann vielleicht häckseln. Hätte ich Bock drauf. Und das kleine, das nehmen wir dann als Futtermais für unsere Schweine. Das wäre doch, denke ich, ein Plan, oder? Ja, denke ich schon. So, das müsste das Ackergrasfeld sein. Und hinten dran weiß ich jetzt gar nicht mehr, was wir haben. Aber wir werden es rechtzeitig angezeigt bekommen, wenn es zur Ernte ansteht. So, dele. Dann fahren wir mal hier runter. Und das Feld hier vor uns, das steht bereit zur Ernte mit Ackergras. Und das Schöne am Ackergras ist ja eben, dass wir es verkaufen können. Wir können es aber eben auch unseren Hühnern, an unsere Hühner verfüttern. Und jetzt fällt mir natürlich noch ein, wir müssen den Ladewagen holen. Denn das Ganze ist ja so, dass mit dem Ackergras, da haben wir dann auch eine Schwart, eine Grasschwart. Und da können wir dann entweder Ballen machen oder mit dem Ladewagen das Ganze auch ins Silo kippen. So, wir fahren hier zum Händler. Und der Einkauf ist an einer anderen Stelle, fällt mir gerade ein. Zack. Ich glaube, das ist hier vorne. Und dann werden wir uns jetzt einen Drescher kaufen. So, Drescher, Drescher, Drescher hier. Und ich will da gar nicht so weit abheben, denn wir müssen ja auch ans Schneidwerk denken und wir brauchen auch ein Gebiss für den Mais und die Sonnenblumen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel hier schon bei dem Gerät hier anfangen mit 265.000, gucken in die Kombination, da kommen nochmal 48 dazu und wir werden einen Schneidwerkwagen höchstwahrscheinlich brauchen. So, und hier das Gebiss hat eben den Vorteil, dass man es einklappen kann. Da können wir dann zum Feld fahren, nicht mit dem Schneidwerkwagen, aber hier müssten wir dann auch mit dem Schneidwerkwagen fahren. Mit 6 Metern verbessern wir uns hier nicht gegenüber dem Deutzfahr, aber wir würden uns hier deutlich verbessern, denn ich glaube, da waren es 6 Meter genau, auch hier 6 Meter. So, und wenn wir den hier nehmen würden, dann wären wir bei 8,50 Meter. Das wäre eine deutliche Verbesserung auf jeden Fall. Wir hätten dann auch mehr PS, 374 zu 310. Und er fährt 30 km/h und hat 9300 Liter Kapazität. Der hatte 8,5. Und ich denke, vom Prinzip her würde das auch reichen. Ich habe hier ein bisschen reingeguckt. Das geht natürlich dann hier ruckzuck nach oben. Aber so einen hier sehe ich jetzt auf dem Feld bzw. auf dieser Karte jetzt weniger, diese Geräte. Ja, und 500.000 oder 400.000, wir brauchen ja noch die ganzen Zubehörteile. So, der hier, weiß ich nicht, der hat auch gerade mal 300 PS, der ist halt nicht besonders stark. Alternativ wären hier diese Geräte, aber die Case, die sind hier als Mod sehr, sehr günstig. Aber sind halt eben auch von der PS-Zahl schwach auf der Brust. Genauso halt hier dann auch die kleinen Glas. Und wie gesagt, diese Geräte hier mit Raupenantrieb und so weiter, die sehe ich hier nicht. Auch diese Mods hier hinten nicht. Und da haben wir eigentlich auch nichts gewonnen, außer vielleicht Tempo. Aber Tank und PS sind einfach zu wenig hier am Berg. So, also würde ich doch sagen, wir nehmen diesen New Holland
Und der wird uns auf jeden Fall jetzt erstmal die nächsten Jahre, denke ich, reichen. Denn wie gesagt, wir haben dadurch auf jeden Fall schon mal wieder 2 Meter mehr Schneidbreite. Breitreifen brauchen wir eigentlich nicht. Wir nehmen Standard. So, dann hier. Augenblick. Müssen wir wieder anpassen. So. Sodele. Und jetzt weiß ich gar nicht, was nehmen wir denn? Nehmen wir einfach mal die 91. Das wird schon passen. Wunderbar, sehr schön. Das werden wir kaufen. Okay, und dann brauchen wir natürlich das Teilchen hier noch. Und jetzt überlege ich gerade, einen Schneidwerkwagen. Was für einen Schneidwerkwagen können wir denn da nehmen? Augenblick, weil da steht jetzt gar kein, da wird gar nichts angeboten. Okay. Schauen wir mal hier. Kombination hier auch nicht. Auch nicht? Hä? New Holland, wir brauchen doch noch einen Schneidwerkwagen. So, Transportanhänger. Boah, gibt es da einen speziellen für New Holland? Ich glaube, der hier, nee, das ist Ropa. Nee, hier gibt es keinen, das ist ein Glas. Ich denke, wir können irgendeinen nehmen. So, was hat denn der? Da steht aber nichts dabei, gell? Kombination, das sind 5 Meter. Nee, der ist zu niedrig. Das sind 5 Meter. 7,50 Meter. Das wäre der richtige Wagen anscheinend. 8,50 Meter. Okay. Ja, dann müssen wir wohl den nehmen. Hilft ja nichts. Oh, da brauchen wir auch ein Kennzeichen. Reserverad werden wir wohl, glaube ich, nicht brauchen. Dann werden wir hier das Ganze auch anpassen. Nee, da müssen wir so machen. Nehmen wir die 92. Okay, und dann wird das Ganze auch gekauft. So, und dann, wenn wir um den Shop herumlaufen, dann müsste doch jetzt das entsprechende Material da sein. Wunderbar, sehr schön. Auch der Schneidwerkwagen steht richtig. Und 8,50 Meter sind jetzt schon eine ordentliche Spanne. Yo, New Holland, jetzt hier auf der Map. Irgendwie stehe ich auf New Holland. Die Farbe gefällt mir so gut. So, rundum kein Leuchten. Ja, ich glaube, direkt können wir da nicht fahren. 8,50 ist doch ein bisschen zu breit. Ja, kommt damit zurecht. Sehr schön. So, ist gar nicht mal so schlecht, wenn das im Prinzip ein Zweiachser ist, beziehungsweise mit Drehschemel. Da kommen wir eigentlich besser um die Kurven. Sehr schön. Und damit jetzt zum Ackergrasfeld. Und dann geht es auch schon wieder los. Dann gehen wir hier in die Ernte. Muss schon Geld verdienen. Sodele. Von rechts kommt nichts, von links kommt nichts. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Wir fahren hier lang. Ich denke, ich habe auch hier den Verkehr erstmal ausgeschaltet, damit wir mit den Helfern etwas besser zurechtkommen, wenn wir die hier zum Abfahren schicken. So, dann hier links rum. Sollte ja kein Problem sein. Und hier das Feld ist, glaube ich, okay, wenn wir hier uns erstmal so, genau. So, bevor wir jetzt hier das Ganze an, erstmal gucken, aber ich glaube, wir sind hier richtig. Erntereif, Ackergras, sehr schön, Ertrag 99% erwartet. So, Dele, und dann hier rum. Ah, ich glaube, da müssen wir nochmal. So. Komm, schnapp ihn dir, Tiger.
Okay. Dann mal aufklappen. Da müssen wir noch mal ein bisschen vorwärts setzen. Sehr schön. Okay, jetzt müssen wir schauen. Und zwar Drescher, Strohablage anschalten und los geht's. Genau, dann kriegen wir nämlich eine schöne Grasschwarz. Und Ackergras, wie gesagt, kann man hier auch auf dieser Map als Futter für die Hühner nehmen. Und wir haben so noch jede Menge Ackergras auch im Silo. Ich glaube, das müssen wir dann auch mal bei Gelegenheit verkaufen. So, dann machen wir erstmal wie immer das berühmte Vorgewende. Jetzt habe ich letztens beim Yogi in der Map gesehen, oder beziehungsweise im Video, nicht in der Map, im Video gesehen, dass man also das Vorgewende ohne Schwart macht. Okay. Aber da wir ja hier doch ein bisschen auf jeden Euro angewiesen sind, okay, jetzt haben wir hier noch 100.108 übrig. Dann habe ich gerade wieder mal die fliegenden Rehe gesehen. So, einmal hier um die Kurve. Und dann müssen wir mal schauen. Ich glaube, mit dem Fendt werden wir dann erstmal unseren Ladewagen holen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, da haben wir ja wieder mal richtig investiert hier. Die 690.000 oder 669.000, ich weiß es gar nicht mehr genau, die wir ja hatten hier Anfang des Jahres. Und was wir ja auch noch machen müssen, dürfen wir nicht vergessen. Wir wollen ja hier noch die neuen Fruchtsorten hier auch anpflanzen. Dafür haben wir uns ja extra ein Feld gekauft, was sehr gut dann auch hoffentlich zum Abernten geeignet ist, weil genügend Platz ist. Und die Gerätschaften müssen wir ja auch noch besorgen. Da müssen wir ja auch noch anpflanzen, denn im April geht es da los und da bin ich am Überlegen, ob wir da Karotten machen und auch da so ähnlich wie auf der Zilonka-Map, dass wir das Ganze ein bisschen versetzt machen, damit wir dann über 2-3 Monate eben die Karotten auch wirklich ernten können, damit es nicht zu viel auf einmal sind. So, hier schicke ich jetzt mal den Helfer los. Helfer erfolgreich beendet. Okay, irgendwie hat er keinen Bock drauf. Sehr schön. So. 50%. Okay. Okay, okay, okay. So, wo ist unser Fendt? Da ist unser Fendt mit dem großen Ladewagen. Ja, da werden wir auf jeden Fall mit dem großen hinfahren. So, jetzt müssen wir erstmal schauen, dass wir hier vernünftig auskommen, dass wir nicht hängen bleiben. Ich überlege gerade, aber das Siliermittel müsste doch eigentlich auf jeden Fall mal für eine Fuhre noch reichen. So, Charlie ist auch wieder unterwegs auf dem Hof und passt auf, schaut nach dem Rechten. Sehr schön. So, von links wird nichts kommen, wenn wir den Verkehr ausgeschaltet haben. Dann fahren wir hier mal links herum um den See. Aha, aha, die Enten hört man. Jo. Dann werden wir jetzt wieder hier einiges zu tun haben. Zwei Felder Ackergras erstmal abernten. Und dann müssen wir uns schon langsam Gedanken machen, wann wir eigentlich, ich überlege gerade, können wir Mais jetzt schon ansehen? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, müsste man dann auch mal schauen. Auf jeden Fall haben wir gut zu tun, die nächsten Folgen hier wieder. So, wir können da vorne, glaube ich, vor den Bäumen links ab. Yep.
So, hier geht's links rein. Und da sind sie schon wieder, die Rehe. Und schweben. Ja. Yep. So, dann würde ich doch sagen, stellen wir erstmal hier den Kollegen ab, denn er sagt schon, dass er fertig ist, beziehungsweise 85%. Ich denke, da werden wir hier nicht mehr hochkommen. Dann würde ich den nämlich jetzt einfach mal in der Zwischenzeit. So lang schicken. Und dann schauen wir mal, wo denn unser... Hier ist er doch. Der Valtra Q265. Dann fahren wir mit dem mal hier das Material ab. Jetzt fällt mir gerade ein, ich glaube, ja, ich wollte gerade sagen, das ist jetzt gar nicht so geschickt hier, weil jetzt, okay, müssen wir mal schauen, wie viel hat er, 94, okay, er wird jetzt noch einmal, genau, die Bahn noch einmal fahren. Der CH77. Was steht hier? Crossover Harvesting. Okay, jetzt ist er tatsächlich schon voll. Okay. Ich liebe es, wenn Pläne funktionieren. Dieser hat nicht funktioniert. Aber ist nicht weiter schlimm. So, dann fahren wir mal hierher. Sehr schön. Und dann hier mit dem Valtra ran. So, die Plane muss runter. Sehr schön. Und dann machen wir hier mal ein schönes Thumbnail. Jo, mit unserem Valtra, mit unserem neuen New Holland. Zack. Wobei, wir müssten eigentlich... Nee, so. So. Zack. Sehr gut. So, Freunde, das soll es wieder mal für die Folge gewesen sein. Hier wieder mal von der neuen Mini-Brunnen, die Alpenmap, die wir hier im Landwirtschaftssimulator 22 spielen. Und ich sage recht herzlichen Dank fürs Zusehen. Hoffe, dass es euch wieder ein bisschen gefallen hat. Ich fahre in der Zwischenzeit hier mal mit dem New Holland, mit unserem neuen Drescher hier rüber und starte dann wieder hier in die Ernte. Ich würde mich freuen, wenn ihr demnächst wieder zuschaltet, hier bei mir auf dem Kanal. Und bis dahin sage ich Tschüss, ciao, cheerio, euer Baden-Farmer.